Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Im letzten Part haben wir ein bisschen hammerhart gefailt, das Tor zu beschützen. Und jetzt werden wir noch mehr failen, das Tor zu beschützen. Ist das nicht toll? So, die Herzlose werden wir auf dem Weg aber nochmal besiegen. Wer weiß, ob uns das ein bisschen hilft, im Sinne von, na, Level Up und so. Finstersplitter. Finstersplitter. Wer weiß, helfen kann so gesehen fast alles. Selbst wenn wir mitten im Kampf ein Level abbekommen, könnte uns das helfen. Irgendwie mag ich trotzdem die Kombos ein bisschen mehr hier als im ersten Teil. Das steht irgendwie immer noch fest für mich. Und das jetzt schon am Anfang allein schon. Und dann die ganzen Videos, die ich immer gesehen habe. Ich will immer noch an den Sticker. Ich will Fähigkeiten, mehr will ich doch nicht. Immer Donald stärkere Magie. Das kann uns ja eventuell auch schon helfen, wenn er nicht sofort krepiert. Letzteres trifft, tritt eher in Kraft, ne? Was ich an Anfängen hasse in Kingdom Hearts, sind einfach wirklich diese Scheißfähigkeiten, die man nicht hat. Mit den Fähigkeiten würde alles gehen. Alles. 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 Hätte man auf Level 1 schon jede Fähigkeit, könnte man auf Level 1 weitermachen. Weil schwerste an Level 1 Challenges sind eigentlich nur, dass man die ganzen Fähigkeiten am Anfang noch nicht hat. Weil sobald du Trotzkopf, Dickschädel und so weiter hast, who cares? Machst halt nur nicht so viel Schaden. Kennen wir schon. Leider kein Level-Up für uns. Bisschen Eis-Spam und irgendwie mal gucken, ob man bei den Samurai irgendwas an Dreieck machen kann. Hatte ich vor. Also mal gucken, hör auf so lange zu laden. Vielen Dank. Ja. Wie wär's, wenn ihr einfach mal damit aufhört? Einfach ein paar Mal Eis, das geht auch. Bisschen Mana. Jo. Danke. Bisschen Eis spammen, das war's dann auch schon. Au, au, Samurai, hör auf mich anzu... Au! Mann! Ihr könnt mich mal. Angriffskraft von Sora gestiegen, das ist genau das, was ich jetzt brauche, Alter. Genau das, was ich jetzt brauche. Genau das, was ich brauche. Was habe ich denn jetzt für eine Kombo? Ich kann immer noch keine Mana benutzen. Vielleicht aber auch schon besser als letztes Mal, aber auch nur, weil ich eine Potion schon benutzt habe. Ach, hier sind ja auch wieder welche. Eis, Eis, fertig. Eis, Eis, Baby. War das der letzte? Sieht so aus, Feuer gelernt. Oh, cool. Also, hätte im letzten Part auch geklappt, hätte ich eine Potion benutzt, aber ich bin immer so geizig, was Potions angeht, weil ich sie sowieso nie benutze. The Keyblade, a truly marvelous weapon. Were it only in more capable hands. Show yourselves. Verbleibenden der Organisation 13. Organisation 13! Good, now we can settle this. What a shame. And here I thought we could be friends. Stop!
a big idea. Oopsie daisy. Move! Now, do you think that's polite? Shutting me down like that? I said get out of the way! As if. You can talk all you want, but that won't change a thing. But we are gonna make you move. See, that would work if I were just any old dude. Except I'm not. I'm with the organization. Nothing any old about me. Huh. Tough talk for someone who stood on the sidelines while his nobody flunkies did the fighting. Oh dear. I think you got the wrong impression. You gonna cry? As if. Why don't I remind you how tough the crowd you're dealing with really is? Remind me? That's right! He used to give me that same exact look. I guess you think you can psych me out by saying really random stuff. Gee, I just don't know. Be a good boy now. Wait! Max, he got away. That was weird. Who gave him the same look? You know, I think he was just trying to confuse you. Yeah, you're right. Only one me. The Hollow Bastion Restoration Committee Honorary Member. Wow! Ohne Scheiß, das war's? Huh? Erstmal, what the fuck? What's this? Gorsch, you think? Okay, Leute, was, also gegen wen tritt man alles an? Ich weiß, dass man gegen Luxord, glaube ich, war das, irgendwann antritt, gegen, Demix, und den Rest habe ich keine Ahnung. Ich weiß, dass es ein Data-Battle gegen Laxen gibt. Noch nie gegen sie gekämpft. Und auch noch nicht gesehen. Kann man sie aber vorher schon fertig machen, weil Laxen will ich immer fertig machen. Und ich will auch irgendwann den Data-Battle so schaffen, dass ich nicht einmal getroffen werde. Das muss sein, Dalaxen. Das muss sein. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie zu hoch hinaus will, aber nein. Oh, now I get it. That must have been the gate Yen Sid talked about. Oh boy! Sorry to run, Leon. But other worlds are calling. Organization 13. They look tough. Be careful out there. See you soon. Geheimerbericht 7. Ach ja, die darf man ja auch immer wieder sammeln. Gut, das war's anscheinend schon mal in dieser Welt. Do my eyes deceive me? Does he really have the power to wield the Keyblade? He's nothing but a boy. Give him a chance. It means he's straight as an arrow. He's pure of heart. Unlike all of us here. He had better be. Or else he's worthless. I truly hope he's enjoying himself on his adventure. Maybe he'd like a hand to determine his fate. Hey, as long as it works in our favor, we can let him do what he wants for now. Then we'll all jump in if needed. Those are bold words coming from you. Are you saying you'll volunteer to take care of it if things go wrong? Huh? What? Me? No, you have the wrong guy. I'm not comfortable with that. You act as though you have a conscience. When was the last time any one of us felt anything? Truer words were never spoken. Well, I suppose the fun will have to wait. Do you know what happens to those who lose their true purpose? Inevitably, they destroy themselves. Gentlemen. The
The hero of the Keyblade has embarked on a new adventure. Make sure it is one he will remember. Now go. Okay. Kriegen wir jetzt auch ein neues Schlüsselschwert? Oder noch nicht? Aber holla, ich hätte echt nicht gedacht, dass das alles war. Wir waren hier. Hallo? Torbeschützen? Weg! Na? Twilight Town? Ich habe keine Ahnung, was mit Twilight Town passiert ist. Benutze den linken Stick, um den Gummijet zu steuern. Fliege den kosmischen Pfad auf dem Bildschirm an, der durch ein Tor gekennzeichnet ist. Wenn du an einem Ziel oder deinem Ziel angelangt bist, drücke Dreieck, um zu landen. Bla 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 bla. Erfunden ist Level 8. Das hier kann ich nicht hin. Schön und das Biest und... kenne ich nicht. Ich gehe mal zu kenne ich nicht. Und er hat gesagt, wir fliegen beide ab und gucken mal, was das empfohlene Level hier und dort ist und dann mal gucken. Wir müssen sowieso beide machen, also warum nicht auch gleich beide auf einmal? Scheiß auf Abwechslung, Welt und Gummijet. Gummijet und dann Doppelwelt. Fliegen wir einfach. Ich habe zwar keine Ahnung, was jetzt hier verändert wurde, aber fliegen wir einfach. Fliegen wir einfach. Einfach fliegen. Wird schon schief gehen. Und das wortwörtlich. Ach Gott, ich freue mich schon auf Birth by Sleep, wo die Ladezeiten nicht kürzer sind als ohnehin schon auf der PSP gewesen. Warum? Boah. Benutze den linken Stick, um den Gummijet zu steuern. Drücke X, um zu schießen. Ach, mehr braucht man auf einmal nicht wissen. Okay. Das ist etwas sehr anders als im ersten Teil. Ja. Gegner tauchen auf einmal vor mir auf. Und dann ist es gegessen. Hallo ihr. Ich kann auch Raketen abschließen wieder. Achtung. Oh, hi. Warum seid ihr auf einmal im Vordergrund? Ohne Scheiß. Okay. Einfach spammen, spammen, spammen. Kann ich gedrückt? Ich kann nicht! Ich kann gedrückt halten. Und dann lade ich mich quasi auf. Okay. Autsch, irgendwas trifft mich. Ich weiß nicht, wie man hier getroffen wird. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, wann man hier wie getroffen wird. Ich werde einfach getroffen, wenn es so ist. Ich will mehr Gegner anvisieren als hier. Oh mein Gott, irgendwie ist das nicht so spektakulär. Ich finde, es ist einfacher irgendwie, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie man sich treffen lassen kann. Und ja, okay, bei dem ist das schon eher Logic. Ne, aber... aber so die anderen? So eben? Und überall und hast du nicht gesehen, da habe ich echt keine Ahnung. Die schießen? Ja, okay, aber ich habe nie Schüsse gesehen vorher. Ich glaube, Spam hilft mir da mehr als jetzt aufladen. Oder eine gute Mischung. Eine gute Mischung tut's immer. What the fuck explodiert hier? Das habe ich auch nicht verstanden die ganze Zeit. Ach, du scheiß Asteroiden. Und fertig. Okay. Ich habe null. Lass einen Schimmer. Habe ich das nicht immer? Ja. Mission Typen 1 und 2 freigeschaltet. What?
Es gibt zwei Typen von Missionen. Highwind Level 1 Entwurf. Okay. Neuer Rekord. Gravitas-Gummi. Schatzliste, ja, scheiß drauf. Ach nee, wir kommen ja direkt jetzt in der Welt an, ne? Wir müssen ja nicht nochmal auswählen, landen. Ja, okay, dann lassen wir es. Oder? Oder müssen wir doch? Okay. War das in 1 auch so, oder verwirre ich mich gerade irgendwie selbst? So, das ist das Land der Drachen. Hallo Mulan. Empfohlenes Level 10. Kann ich mein Level gerade einsehen? Ja, speichern, da kann ich es einsehen. Wetten, ich bin sowieso total drunter. Moment mal. Level. Nee. Kann nicht sein. Genau 10, wow. Ich würde einfach sagen, wir machen Welt. Das Land der Drachen. Obwohl ich hätte noch die andere Mission machen können, oder hätte man perfekt den Part beenden können. Egal. Okay, das sieht schon mal heiß aus. Ich hoffe, hier gibt es das Lied. Ich hoffe, du machst nur ein Lagerfeuer. See that Mulan? It's Shan Yu, leader of the Hun Army. Come on, girl, this is your big chance. I can see it now. Fa Mulan, whoops, public enemy number one. You're gonna be famous. I'm talking A-list. Mushu, I'm not sure. I haven't even joined the army yet. I have to take my father's place to preserve the Fa family honor. I just hope I don't get discovered. Whatever, you're just scared. Admit it. Aren't you? Huh? Uh-huh. Let's get the jump on him. Gorge! Maybe we better look before we leap. Is that Mushu? That's right. I know you heard of me. I'm little, lethal, and legendary. Now y'all scram before I get my dragon dander up. Hey, Mushu, we missed you. Yeah, well, you better hope I miss you, or else you're Sora, Donald, Goofy! Do you know them? Know them? Man, we used to kick all kinds of bad guy butt together. Yeah, you know I help these guys out of a lot of tight spots, because I'm a mighty dragon, right? Something like that. And you are? I'm Mulan. No, I mean... Ping! Mulan Ping! Just Ping. I am Ping, son of Fazu. You know Mushu? Mushu's one of my family's guardians. We didn't know we were borrowing somebody as important as a family guardian. Yeah, that's right. And that puts you three up to your eyeballs in debt to Ping here. Well, guess what, kiddies? It's payback time. Mushu. Nah, they don't mind. Ain't that right? Sounds fair. See, Ping here was just on his way to join the Imperial Army. We gotta go find the other recruits over at the training camp. Would you join us? It'll be easier to fit in if I'm with guys like you. What do you mean, fit in? Well, don't worry about that. You're pretending to be a boy, aren't you? Huh? You're a girl? You didn't notice? Not me. I think it's working. I don't know. Those two would fall for anything. I'm right here. Tja, Sora, Donald, Goofy, willkommen im Land der Drachen. Ja, Mushu kennt ihr wahrscheinlich nur, weil man ihn halt im ersten Teil beschworen hätte können. Hab ich noch einmal getan. Voll viele haben wir gemacht.
Ping schließt sich der Gruppe an. Ach, und Ping muss auch drinne sein. Ah, schön. Ich liebe sowas. Sora, Feuer. Eis ist Feuer. Eis kommt hier hin. Feuer ist... Ja, Feuer ist mal gar nichts. Potion ist mal gar nichts. Und mir fällt ein, dass ich Potion hierhin hätte tun sollen. So, Auto nachfüllen, High Potion, was soll denn das? Ping, Potion, Ether, Einzelkämpfer. Okay. Erfahrungsboost. Wenn, verdoppelt die erhaltenen Erfahrungspunkte, wenn dir weniger als die Hälfte der HP beim Sieg über einen Gegner verbleiben. Cool, ich brauche aber erstmal... Cool, Schande und Item Boost. Mehr AP. Driver, Abilitamin, da haben wir es doch. Wird leider nicht ausreichen. Denke ich mal. Ganz stark. Okay, Gruppe. Ne, wo kann ich nochmal sehen, was Ping so kann? Also vom Angreifen her. Ah, gar nichts. Level 11, yo. Alle Level 11, nur Sora hängt hinterher. Nein, achso, Gruppe, nein, Status wollte ich. Sora. Ja, da fehlt noch ein bisschen. Der Status Heldenform. Eine Form, die auf körperliche Attacken spezialisiert ist. Drei Fleißenverbrauch, 3. Oh, wo soll ich hier bitte stehen, wie es sich level upt quasi? Ach, XP. Für jeden Gegner zugefügte Attacke in der Heldenform erhältst du einen Erfahrungspunkt. Gut. Immer etwas. Gut, Leute. Ich sollte die Heldenform auch mal benutzen im Kampf. Wäre hilfreich. Ich sag, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.